Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. In der letzten Folge hat Deutschland Polen Litauen den Krieg erklärt, um es wieder ins Deutsche Reich aufzunehmen, was ich gar nicht okay finde. Ich kann leider überhaupt nichts dagegen tun, weil ich kann Polen nicht unterstützen, dass sie erst jetzt mein Bündnis angenommen haben, lange nachdem sie in den Krieg gekommen sind. Eh klar, jetzt wollen sie unbedingt mit mir verbündet sein. Tja, wie soll ich sagen, es ist katastrophal, weil sie werden diesen Krieg verlieren und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann erst 1925 in den Krieg einsteigen und ich nehme mal an, bis dahin wird Deutschland geschafft haben, die Polen auseinanderzunehmen. Tja, das dazu. Naja, genau. Ja, ich habe das letzte Mal, wie angekündigt, in der Pause noch meine ganzen Forts versucht zu erweitern. Die werden jetzt, da kaufe ich mir jetzt in der Welt das ganze Zeug, was ich dafür brauche. Und dann werden die Dinge erweitert. Die Osmanen auch noch. Diese Kröten. Ein Admiral verstorben. Oh, plus 4, plus 1. Sehr schön, sehr schön. Gehört schon mir. Hey, Sur ist jetzt eine Heimatprovinz. Auch immer Sur ist. Gut, was machen wir als nächstes? Die Armee noch stärker. Da haben wir sämtliche Armeesachen. Gut, wir können jetzt auch wieder Marinestützpunkte erweitern. Das werden wir jetzt ganz schnell noch machen. Das geht ja relativ einfach durch diesen Navigations- oder Marineanzeiger. Du bist klar, wo man was bauen kann und wo nicht. Erweitert. Djibouti. Unterstützung für ausländische Abolitionisten. In Spanien gibt es noch immer Sklaverei. Na okay, kann ich nichts machen, dann mögen sie uns in Spanien halt nicht. Was bringt mir Prestige? Nein, deswegen ist es sinnvoll. So, das war ich schon fast wieder, oder? Habe ich noch irgendwelche Gebiete? Panama noch. Aber ansonsten. Ah, die haben auch noch kein Vor. Gut. So, was haben wir dann noch alles? Japan, Italien, Japan. Gut. Gut, 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 gut. Und weiter im Programm. Oh. Scheinbar haben die Deutschen diesen Kampf verloren. In Memel. Das ist ja lustig. ich würde ganz gerne auf der Seite von denen eingreifen. Lobbyarbeit. Warum er verbessert die Organisation meiner Flotte? Und Steuereffizienz wird auch erhöht. Naja.
Naja, 1924 ist ja schon fast. Also so gesehen, wenn sie noch ein bisschen durchhalten in ihren Bestrebungen, aber ich fürchte, die Deutschen holen da noch immer mehr Truppen nach. Sie sollten die 21.000 Osmanen angreifen. Ja. Ist okay, eben ist mir wurscht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es schaut fast so aus, als wäre die deutsche Armee zu schwach für die Polen. So, wir können jetzt Polen wieder zu unserer Sphäre hinzufügen. Verbessert das die Möglichkeiten hier? Nö, natürlich nicht. Bis 2. Dezember 1925. 2 Jahre müssen sie noch durchhalten in dem Krieg. Nie im Leben schaffen sie das. Irgendwann einmal werden die Deutschen über sie drüber fahren. Na, vergiss es, du darfst nicht bei mir durch. Das ist ja cool. Vielleicht vernichten sie die ganz. Leider tun sie es nicht. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Hey, wir könnten eine Sozialreform durchsetzen. Mehr Renten. Ja, wieso nicht? Wir haben nicht so viel Geld. Und wir wollen schließlich Einwanderer anlocken. Oder zumindest unsere Leute davon abhalten, auszuwandern. Boah, bist du wahnsinnig, sind wir 27.000. Das geht so schnell bei denen. Schon allein deswegen werden sie natürlich diesen Krieg gewinnen. Ärgerlich. Wow, 37.000 schon wieder. Irre. Diesem Krieg zuzuschauen ist echt eine Qual für mich. So, na gut, schauen wir mal.
So, die letzte Armeeforschung, sondern noch Marine und Handel. Marine Motorschiff. Was ist das? Moderne Marineentwicklung. Versorgungsreichweite erhöhen und die Organisation erhöhen. Hey, das macht sie stärker. Nehmen wir das. Pfeif auf den Handel, wir haben so viel Geld. Eine Möbelfabrik gebaut. Ja. Wie schaut das aus? 0,99%. Hey, dieses Mal werden wir wieder. Sinai wird endlich ein Bundesstaat. Hoffentlich. Ja, naja. Sie scheinen das auch noch zu überleben, das gibt's ja wohl nicht. Die Deutschen sind echt unfähig. Wowzers. Okay, also mit Litauen sollte man sich nicht anlegen, die dürften militärisch dann gar nicht einmal so schwach sein. Ha! Und der Sinai wird zu einem Bundesstaat. So, den Fokus entfernen wir. Ist das cool? Ist das cool? Ist das cool? Yay, es ist cool. Ist noch dazu ein relativ bevölkerungsreiches. Na okay. So bevölkerungsreich wie Dalmatien halt. Na gut. So, was machen wir als nächstes? Irgendwas, was schnell auch gehen könnte. Boah. Djibouti. Oh, das ist jetzt schon mehrheitlich süddeutsch. Ach ja, was soll's. Das müsste eigentlich binnen kürzester Zeit gehen. Da brauchen wir ja nur ein paar umwandeln. Schon mal zu 952. Na okay, so schnell geht es dann doch nicht. Belgien hätte gerne ein Bündnis. Warum hatten wir keines mehr mit denen? Wo sind die ganzen Bündnisse hin? Die gehen gar nicht verloren nach einer gewissen Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher. Warte mal, ein internationaler Konflikt in Bukhara? Warum gerade in Bukhara? Zwischen Afghanistan und Bukhara? Echt jetzt? Nein, das interessiert mich. Also, oh Gott. Nein. Soll ich mich anderer darum kümmern? Oh. Natürlich sind wir an dem Konflikt interessiert. So, das stellt sich jetzt die Frage. Okay, die sind für Russland. Die sind auch eher für Russland. Die sind eher für Großbritannien. Die sind eher für Großbritannien. Okay, Frankreich und Japan sind bei Russland. Italien und Skandinavien bei Großbritannien. Wenn ich mich auf die Ehe auf der großbritannischen Seite. Wenn ich auf die britische Seite setze, könnte ich einen Krieg mit Russland führen, einen großen. Möglicherweise.
Andererseits, möglicherweise geben sie auch nach, wenn auf der Seite, auf der ich bin, die müssen wahrscheinlich gewinnen. Achso, ja. Da ja. So, Sphäre hinzufügen. Und wer noch? Großkolumbien. Was für ein dummer Konflikt, was wollen die überhaupt? Ja, wollen irgendwas zurückerobern. Und eine Wahl haben wir auch. Ein Pony ist annektiert worden. Nicht Deutschland. Achso, Deutschland ist keine Großmacht mehr. Die können da gar nicht rein. Mit Italien auf der Großbritannischen. Na, wir warten ab. Wir warten ab, was passiert. Okay, und ihr verliert Truppen. Kann das sein? Ja. Weil ihr eure Leute einfach sterben. So, was brauchen wir? Wir brauchen zweimal Infanterie und eine Husareneinheit. Eins, zwei, drei. Und da brauchen wir gleich ein Dings auch gleich her. Und da brauchen wir auch noch. Großbritannien. Russland, wir unterstützen die Seite. Hey, Russland erniedrigen hat er dazugefügt. Das ist ja gut, schon allein deswegen wollen wir auf die russische Seite. Kann ich keine Reformen verabschieden mehr. Was wollen wir? Wir wollen. Eigentlich wollen wir die Konservativen an die Macht. Interventionismus also. Die sind militärisch ein bisschen stärker. Die. Allerdings ist das eh relativ egal, weil. Ja, anstatt das Deutsche Reich kleiner zu machen, ist es wieder größer geworden. Jetzt ein Kriegsgrund gegen die. Also einen meiner Verbündeten quasi erobert haben. Nö. Auf der russischen Seite. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir 3 gegen 3. Und die Skandinavier noch auf unsere Seite. Oh. Ha, Weltgeltung von Großbritannien reduzieren. Das ist ja lustig. Das könnte tatsächlich ein großer Krieg werden, so wie das ausschaut. Und netterweise bin ich mit Italien. Mister Italien wird so abstinken gegen Frankreich.
Warte mal, warte mal, warte mal. Sachsen? Habt ihr sie nicht mehr alle? Das wäre ein schöner Krieg, weil, ach so, naja, nicht ganz. Mit Frankreich hätte ich leider doch auch eine Grenze. So, was wollen wir? Protektionismus. Protektionismus. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, ob ich diesen Krieg haben will. Frankreich ist nicht so schwach. Oh, Italien ist eigentlich auch relativ stark. Und Italien ist auf unserer Seite. Komm schon, Skandinavien. Komm noch auf unsere Seite. Das wird auf jeden Fall den Ausschlag geben. Ha, sehr gut. Skandinavien auf unserer Seite ist gut. Hat zur Niederlage Russen geführt. Sehr weise von ihnen. Sehr, sehr weise. Es wäre viel unangenehmer geworden, wenn wir den Krieg führen hätten müssen. Für sie. Also für uns wäre es natürlich auch nicht so schön gewesen, aber. Gut, schauen wir mal. Ha, wir haben schon wieder ein paar süddeutsche Gardisten. 1, 2, 3, 4, 5. Gehen wir vielleicht ganz runter. Ein polnischer Pionier. Zwei slowakische Artillerien. Tschechischer Dragoner. Ein tschechischer Husar. Ein slowenischer Panzer. Ein ukrainisches Flugzeug. Und machen wir noch ein ukrainisches Ding davon. So, die Liberalen haben natürlich wieder gewonnen. Eh klar. Hey, und Skandinavien möchte mein Verbündeter sein. Das ist schön. Das freut mich. Das will ich auch. Ja. Machen wir das. Gehen wir da Reihenfolge durch jetzt. So. Deutschland, was ist los mit dir? Wobei als nächstes würde ich ja Osthannover erobern am ehesten von ihnen. Und vielleicht kann man das da freibringen als Dänemark oder so irgendwas. Warum ist der Konflikt eigentlich dort hinten ausgebrochen und nicht da, wo er ausbrechen sollte?
Die Osmanen werden das doch tatsächlich noch überleben. Lassen wir mal den Botschafter von Frankreich aus, sicherheitshalber. Die gingen mich schon ziemlich an. So. Und dann verbessern wir die Beziehungen zu Frankreich gleich wieder. Echt unfassbar, dass Frankreich, obwohl sie diese Gebiete da von Deutschland haben, das würde mich wahrscheinlich in einem Krieg mit den USA führen. Ich will keinen Krieg mit den USA. Ich habe zu wenig Schiffe dafür. Aber wenn ich nicht, wenn ich mitmache, bleibt die USA vielleicht draußen. Weiß nicht, ob sie das tun werden. Jetzt greifen sie mal nicht ein, das ist mal ein gutes Zeichen. Schaut gut aus. Massilien wollte mich nur in dem Krieg haben, damit ich die USA für sie abschrecke. Das ist natürlich auch eine Art und Weise. Und wir kriegen dafür gratis Prestige, wenn wir den Krieg gewinnen. Was wir natürlich tun werden jetzt. Immerhin haben wir ihn schon mehr oder weniger gewonnen. Das geht sich noch in diesen 2 Minuten aus, in denen ich jetzt gerade... Transuralische Nationalisten? Was sind das für welche? Okay, das dazu. Das zu den Terroristen aus Transural oder halt Nationalisten. Gut, 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 gut. Schaut gut aus. Paraguay ist gleich gefallen. Könnten wir bitte diese Dinger besiegen und nicht wieder rausrennen, ihr Wappler? Könnt jetzt hier drinnen bleiben, da einfach? Gibt's ja wohl nicht. Braucht sie extra lang, damit die Amerikaner sich kurz überlegen können, ob sie doch noch mitmachen wollen an dem Krieg? Das wäre nämlich nicht schön, das würde mich nicht freuen. Wenn die mitmachen würden. Sehr gut. Nach welchen Prinzipien macht ihr das da? Ihr fahrt vollkommen erratisch herum. Meine Verbündeten sind so dumm. Fortfahren. Gut. Hätten wir das auch geklärt. So, das ist ein Monster Brasilien, das ich da geschaffen habe.
Na gut, dann meine Herrschaften. Werde ich für heute Schluss machen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.